Endlich, bist du da, Reisender? Die Abenteuergilde hat vor kurzem eine Mission von erheblichen Bedeutung erhalten. Meine Erfahrung nach bist du die am besten für diese Mission geeignete Person. Eine ziemlich wichtige Mission? Sei nicht so heftig, Katharine. Wir sind daran gewöhnt. Wenn der Auftrag nicht gut bezahlt wäre, würde Fräulein Katharine doch nicht nach uns suchen und uns damit belästigen, oder? Ja, das stimmt. Ihr seid jedes Mal so direkt und offen. Um es kurz zu machen, der Auftraggeber heißt Patrice, ein Wissenschaftler, Experte aus Fontaine. Er hofft, ein paar Assistenten einzustellen zu können, die bei ihm seinen wissenschaftlichen Forschungen helfen, und er befindet sich derzeit auf einer Expedition am Rande der großen Kluft. Ich bin mir über die Einzelheiten der wissenschaftlichen Forschung nicht mit klaren, aber du kennst dich mit solchen Aufträgen bereits aus, nicht wahr? So ist es. Machen wir es also wie immer und gehen zuerst in der Nähe der großen Kluft. Okay, also Katharine hat jetzt sein Wort nicht gesagt. Ad Astra Apesask. Na, dann könnte ich mal drauf sagen. Abra Astra Abesask. Also als Verabschiedung. Zu sein. Kommt drauf an mit den Fragezeichen. Gehen wir mal. Ah, da bist du. Du bist dieser Patris. Hallo. Es darf keinen Aufschub mehr geben. Die Validierung muss so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Wenn das nicht geht, muss ich es selber machen. Ein Unfall zwingt zur Einstellung der Forschung. Das wird für eine Weile zögern. Solange ich nicht getötet werde, ist es besser, als wieder vor Gericht zu gehen. Was sagt er zu sich selbst? Grüß ihn doch, Denko. Hallo, bist du Patris? Oh, ich bin zu Tode erschrocken. Woher kommt ihr zwei und woher kennt ihr meinen Namen? Moment mal. Ihr seid doch nicht etwa auch Millilithen in Zivilisation, oder? Wollt ihr mich immer noch vertreiben? Ich habe bereits die Erlaubnis für die Untersuchung vorgezeigt. Ich verspreche, dass es nie tiefer bis zur verbotenen Zone gehen wird. Frag Dame mit den kurzen schwarzen Haaren, wenn du mir nicht glaubst. Heimer weiß genau, mit wem du sprichst. Aber mach dir keine Sorgen. Wir sind freundlich, professionelle Abenteurer. Wir haben den Auftrag von der Gilde erhalten, dafür bei den Problemen zu helfen. Dann bist du meine Hilfe. Großartig. Meine Forschungsprojekten ist endlich gerettet. Sonst hätte ich mich eines Tages umgebracht. Ihr seht so aus, als ob du deinem Forschungsprojekt gequält worden wärst. Wie kannst du so etwas sagen? Schon der Akt der Forschung ist heilig und edel. Es wird nur die zusätzlichen Faktoren, die mich quälen. Wie zum Beispiel? Wenn ich in der Wissenschaft versage, bin ich tot. Eher eine selbstgefällige Phrase. Aber ich habe keinen Witz gemacht. Unabhängig tragen und Unternehmen mit der Finanzierung der sozialen Verantwortung für Fontaine. Viel Geld auszugeben und keine Ereignisse zu erzielen, ist gleichdeutend mit einem Sünder, und ich werde verurteilt.
Wäre ich mit leeren Händen zurückgekehrt, wäre ich nicht wegen Verschwendung von öffentlichem Eigentum und Veruntreuung akademischer Ressourcen angeklagt worden, sondern auch Dutzende andere Dinge. Diese Anklagen werden mir die härtesten Strafen einbringen. Meine Vermögen und meinen Ruf zu verlieren, ist eine Kleinigkeit. Vor Gericht gestellt zu werden, könnte buchstäblich den Tod bedeuten. Ahem. Ist das nicht etwas übertrieben? Ist das der Grund, warum du so reich wirst und Vermögen für Assistenten ausgegeben hast? Fontaine ist ziemlich beängstigendes Land. Das Beängstigende daran sind die zusätzlichen Faktoren. Mein schönes Heimatland ist schuldlos. Beruhige dich. Wir verstehen, wie erst die Situation ist. Deine Zukunft, dein Leben steht bei dieser Forschung auf dem Spiel. Ich überlasse alles uns. Wir kümmern uns um alles für dich. Zum jetzigen Zeitpunkt hab ich keine andere Wahl, als mich euch zu verlassen. Was sollen wir machen? Nun, daran kommen wir mal zur Sache. Mein Forschungsprojekt heißt Kristallreflexion. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um eine Möglichkeit, die in den Edelstein erhaltenen Elementarenergie zu stimulieren. Und diese Elementarenergie als Energiequelle zu nutzen. Das klingt doch praktisch. Vielleicht könnte man damit praktische und lustige Maschinen bauen. Aber was haben die Edelsteine mit dem Kristall und der Reflexion zu tun, von denen du sprichst? Vibrationskristalle gehören zu dieser Art von Edelstein, oder? Die Antwort lautet ja. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckte jemanden, als er versuchte, die Edelsteine mit Energie zu aktivieren, dass es eine besondere Klasse von Edelsteinen gibt, die wunderbar miteinander resonieren. Solche Steine werden unter dem Begriff Vibrationskristall zusammengefasst. Der Sendekristall unter dem Vibrationskristall gibt Energie ab, wenn er auf bestimmte Weise stimuliert wird, wodurch die Resonanz des Empfängerkristalls angeregt wird. Die von den beiden Vibrationskristallen ausgestrahlte Energie überlagert sich vervielfacht und steigert ihre Kraft ins Unermessliche. Ich habe die Resonanz des Reflexionsphänomens genannt. Das Projekt hat nun die kritische Phase erreicht. Die Überprüfung der von mir angeleitenden Reflexionsabziehung. Ich habe es schon verstanden. Einmal vermutet, dass du uns brauchst, um Theorie zu testen, einige Monster mit der Kraft dieser Vibrationskristalle zu besiegen und diese Reflexionsabziehung zu beweisen. Das ist richtig. Ihr seid sehr scharfsinnig. Ich habe einige Fläche ausgewählt und eine Reihe von Vibrationskristallstählen zusammengestellt. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich werde euch genau klären, welche Punkte überprüft werden müssen. Und ihr müsst nur meine Hinweise für den Kampf befolgen. Es ist also ein vertrauter Auftrag für uns. Sogar ein bisschen langweilig. Ich bin eigentlich daran interessiert. Du hast schon mehr mächtige Feinde besiegt, also als du mit deinen Händen und Füßen zählen kannst. Also ist es natürlich ein Kinderspiel, die Art von Auftrag zu erledigen. Leroy ist ein großartiger Ort, nicht nur für die Gewinnung von Edelsteinen, sondern auch für zuverlässige Abenteurer. Es war nicht umsonst, dass ich einen ganzen Weg hergekommen bin, um Geld für Materialien zu sparen. Ich hatte Probleme mit dem Budget, über jetzt habe ich eine Zahlung, eurer Belohnung, noch 20% der Mittel übrig.
Wenn das erledigt ist, kann ich mein Geld an einem Journalisten anheuern, der meine Ergebnisse auf der Titelseite der Zeitungen veröffentlicht und für eine gute öffentliche Meinung sorgt. Ich habe schon den Titel im Kopf. Überraschung! Patrice, wahre Theorie zu Vibrationskristallen. Aber mein Ernst, der Titel klingt nicht nach einem akademischen Artikel, oder? Der Überschrift muss ungewöhnlich und aufmerksamkeitsstark sein, damit wir Investoren anlocken können. Wenn die Zeit reif ist, können wir auch über Dividenden sprechen. Dividenden? Weil Peimann weiß nicht, wovon du sprichst? Wenn die Theorie der Kristallreflexion bei der Herstellung von Waren angewendet wird, werde ich den großen Gewinn erzielen, den ich mit euch erteilen kann. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Forschung gut verläuft. So, da ist es. Ah ja, Peimann ist jetzt schon viel motivierter. Der Titel ist Peimann jetzt egal. Schreib einfach, du willst. Peimann? Ja, auch immer. Dentro lässt uns so schnell wie möglich anfangen und es erledigen. Dann ist es in der Zeit, mit Patrice über die Dividenden zu sprechen. Aha, okay. Die Aktion. Kristall-Senima folgt den speziellen Aktionsregeln der Figuren müssen in zwei Truppen erteilt. Du kannst die Kristallreflexionsschema für die beiden Truppen konfigurieren, bevor der Kampf beginnt. Kombiniere Sender und Empfangkristalle für verschiedene Bonuseffekte. Jeder Senderkristalle kann nur einen Empfängerkristall beleuchten. Jeder Empfängerkristall kann auf bis 3 Senderkristalle reagieren. Während der Kampf, wenn der Effekt des Empfängerkristalls durch verschiedene Bedingungen des Senderkristalls ausgelöst wird, wird der Effekt bis zum gewissen Grad verstärkt. Siehe Erläuterung zu Reflexionseffekte Kristalle für den Grad der Verstärkung. Wenn du während der Herausforderung den Reflexionseffekt zwischen dem Senderkristall und dem Empfängerkristall erfolgreich ausgelöst hast, erhältst du Reflexionspunkte. Bei einer bestimmten Zahl der Reflexionspunkte durch deine Figuren in einem Kampfbonus verleihen, erhöht den kritischen Schaden aller Truppenmitglieder. Wenn kein Reflexionseffekt innerhalb eines bestimmten Zeit erzielt wird, verringert sie den bereits erhaltenen Reflexionsstärke jedoch allmählich. Während der Herausforderung musst du Gegner besiegen, die ständig auftauchen, um innerhalb der vorgegebenen Zeitpunkte zu erhalten, wobei die starken Gegner unter den mehr Punkte liefern. Sobald die Herausforderung beendet ist, erhältst du verschiedene Abzeichen, basiert auf der Anzahl der gewonnenen Punkte. Okay, das ist wahrscheinlich wieder ein Minispiel für sowas. Also wie der so die Sphäre so sieht. Alter Chu, ein komischer Verkäufer. Den habe ich schon gerade, also in Offline Modus habe ich schon gerade gesprochen, weil... Sprechen wir mal. Hallo zusammen. Habt ihr auf eine Runde Schatzbuddeln Lust? Ja, und wir spielen mal Schatzbuddeln, weil das ist ein, wie ihr daraus seht, es ist ein Glücksspiel. Hier sind überall Hügeln und wenn man Schätze, also hier ist hier nichts drin, dann hier. Ah! Und wenn hier ein Pulverfass kommt, ist das Spiel schon aus. Eieieiei. Um einen großen Schatz zu kriegen, ist es natürlich schwierig. Okay, spielen wir nochmal. Okay, erstmal Weißkohl und Möhre. Hier ist es nichts. Hier ist es auch nichts.
Auch nichts. Ah, Brocken Eisen. Okay. Jo! Es ist vorbei. Wie schnell kannst du es finden? Jo! Als ob ich dich den Schatz gefunden habe. Eigentlich ist es ein Glücksspiel. Oh mein Gott. Das können Sie richtig sagen. Also das kannst du richtig sehr gut sagen. Aber Moment mal, können wir das nochmal spielen? Hm, oh je, du hast die Hügel fast platt gemacht. Also muss ich mir irgendwie umgestalten. Geh erstmal woanders hin. Ich muss ein paar neue Hügel ausheben. Du kannst später wiederkommen. Und übrigens, komm in der Zwischenzeit nicht, um heimlich zu schauen. Ah, okay. Also, ich habe das Glücksspiel schon geschafft. Oh, da muss man hier diese Ballonschleime platzen lassen. Wo ist der hin? Mist daneben. Also nicht ganz einfach. Ah! Warte. Jetzt! Sehr gut. Hä? Der andere Schleim ist einfach besiegt? Okay. Es ist echt unerwartet, dass hier ein Ballonschleim einfach weg war. Hier müsste auch irgendwo auch noch weitere Altstein sein. Aber dann suche ich lieber mal in Offline-Modus. Mal suchen. Oh, das ist ein Haufen Brockeneisen. Was haben wir da? Ah, ein Artefakt. Moment mal, hier ist eine Höhle. Ach so, da war ich ja hier. Da habe ich ja den Stein runter gemacht. So gut. Gehen wir mal jetzt mal die Kristalle suchen. Dankeschön, PlayStation. Danke für nichts. Ich hätte es mit Venti auch so gerne hier. Ich hätte es aufgenommen wegen Venti, dass er immer jederzeit hier mit dem Wind aufsaugt, aber. PlayStation hat einen Fehler. Dankeschön für nichts. Und ich befinde mich gerade in den zweiten Kampf. Na super. Und dann konzentrieren wir mal den Kampf. Was? Du bist der starke Gegner? Du siehst mir überhaupt gar nicht so stark aus. Oh! Wassertiere gibt es ja auch noch. Okay, der nächste starke Gegner kommt. Oh, ein Abgrundmagier! Elektro! Crush.
mercy. Mach den Schild kaputt. Bam. Komm, 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 komm. Also von der Arena her gefällt es mir. Bloß schade, dass man nur Einzelspieler spielen. Oh, ein Lavaschol. Was? Noch eins? Aber die Zeit ist schon sowieso gleich um. Ja, die Zeit ist um. Zweite Hälfte beginnt. So, wir haben hier ein. Konzentration. Oh! Drachenechse! Ausgerechnet noch ein Drachenechse! Okay, das setzt Feuer ein. Bloß blöd, dass wir kein Wasser haben. Komm, 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 komm. Sieg ihn, schnell! Ja, super, noch ein Abgrundmagier, noch das. Nicht Abgrundmagier, sondern Ruinenwächter. Verdammt, wie komme ich das auf Abgrund. Wie komme ich das auf Abgrundmagier? Das ist ein Ruinenwächter. Noch ein Drachenechse. So, der erste, also der Ruinwächter besiegt, ja, Ruinwächter war das. Aber die Zeit ist gleich um. Bronze darf man mitnehmen. Ich habe immer bei der zweiten Hälfte immer eine Figur genommen fürs Probieren. Die obere Seite, also die erste Reihe bleibt, aber die zweite Reihe kommt eins immer fürs Probieren. So, starten wir. Aha. Let's go, los! Greif ihn an! To the core. Shut up. Also mit Lavaschleim einfach auslöschen. Illusion shattered. Kein Wunder, warum Wasser und Elektro eine ganz gute Kombination hat wegen den Schaden. Shine down. Oh, wie das zusammenschlägt! Illusion shattered.
Unglaublich! Okay, der nächste ist der starke Gegner. Oh, Wassertiere! Und schon besiegt der erste. Ja, gut. Noch mehr Wassertiere? Eine Krabbe! Eine Krabbe! Und weggekrabbelt. Noch ein. Haufenweise Tiere kommen. Ein starker Gegner kommt. Noch mal ein Wasserwildschwein und schon besiegt. Wie viele Wassertiere kommen hier noch? Du musst doch eigentlich jetzt wieder mal Hilly-Schuren kommen. Komm schon! Nagi! Okay, 500 und noch was Punkte. So, die zweite Reihe kommt eine Figur, die man hier zum Probieren ist. Und zwar Yaimiko! I'm always watching. Wow! Alter! Yaimiko! Die spezielle Attacke! Aua! Alter Schwede, das kann, also wie beim Pokémon, können es hier Unheilböen sein oder hier solche speziellen Unheilböen. Kitsun Spezial. Another test. Right now. Right here. I'm always watching. So, jetzt wird's gebrannt. Ach du meine Güte. Lass mal auf die Auge treffen. Nothing lasts forever. So, jetzt mit Feuer, mit etwas Feuer. Retribution. 900, das ist schon mal gut. Right now, emerge. Right now. Oh, ich glaube, die Attacke hat was. 1000 haben wir jetzt Punkt. Also jetzt haben wir echt 1000. Silber! Wir haben Silber bekommen. Das ist schon sehr gut. Wie gesagt, ich habe die zweite Reihe eine Figur drin, die fürs Probieren drauf geeignet ist. Na dann, let's go! Yeah.
So, mit den Hydros ist es auch mit mehr Punkte bei diesen Arena. Da war auch hier Sankonomiya Kokomi auf Level 80. Aber daraus bleibt von meinen erhaltenen Kokomi. Konzentration. Okay, die Feuerblume. Hey, wieso kriege ich Ausbluten? Wieso kriege ich die Effekt Ausbluten? Wir sind doch keine Garmwölfe! Wir sind doch in der Nähe doch keine Garmwölfe! Und wieso kriege ich dieses ausblutenden Event? Also ausblutende Schaden. Jetzt reicht's mir. Was? Zeit ist schon um? Hätte ich nie darüber gerechnet. Wieder mal hier diese Schuldeneintreiber. Wieso hat das Feuer-Effekt? Ich dachte, es wäre mit Eis. Ah, wieder Feuer. Oh, Kazuha, Hardfart! Mist, das war daneben. Nein! Hoffentlich reicht die Zeit noch. Ich hoffe, er reicht rein. Ach so, weil ich den Hydro-Figur nicht habe. Oh mein Gott, schaffen wir noch. Komm schon, ich muss das noch schaffen. 5, 4, 3, 2, 1! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das war so knapp gewesen! Das war ein ganz großer Fehler von mir! Ich hätte noch einen Hydro-Figur nehmen sollen!
Karten genommen. Und eins weiß ich genau. Es ist eins von Saschas besten und festen Freunde. Zeigen wir aber erst in der zweiten Hälfte. Starten wir! Kein Lava-Shore. Aua. Ah, verdammt! Oh nein, jetzt kommen auch noch die Garnwölfe. Und Wassertiere? Gut. Gut, dass ich das noch ausgewichen habe. Was kommt da für ein starkes Wolf? Ah, ein Garmwolf. Ich hätte so zum Beispiel gedacht, es kommt kein Garmwolf und... Oh, verdammt! Was für Gegner kommen eigentlich denn? Oh mein Gott! Das ist aber gut hier! Jetzt ist aber gut hier! Alter! Jetzt ist aber gut hier! So, zwei Kraniche. Alter, wie viel Ruinenwächter müssen wir eigentlich noch kommen? Alter, wie viel müsste noch kommen? Aber die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Sehr gut. Und zwar haben wir zum Testen. Es ist der gute alten festen Saschas besten Freund Arif. Let's roll. Boah, Alter, wie das zuschlägt. Oh mein Gott. It's showtime! Alter! Alter, wie stark ist das denn bitte? Selbst der kann ja auch die ganzen Schleime zusammenhauen. Oh mein Gott. Aber der kommt wahrscheinlich. Der kommt nämlich bald. Der kommt bald hier als Banner. Mit Kugishinobu. Oh mein Gott! Wie? Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Alter, der ist so mächtig! Nächste Ruinenwächter und der ist auch gleich besiegt. Aua! Wow. Let's roll.
Oh, mit seiner Riesenkeule. Das. Aber Ningguan habe ich auch dazu zum Testen genommen. Aber die benutze ich dann als Ersatzhelferin. So, Zeit um. 1310 Punkte. Und das schöne Arataki Ito. Einfach der beste Figur. Und dann im Offline-Modus gehe ich nämlich sammeln. Also Belohnungen aufsammeln. Und bei der zweiten Hälfte haben wir auch wieder mal zwei Figuren fürs Testen reingenommen. Okay, letztes Gefecht. Die erste Hälfte. Inazuma shines eternal. Shine down. Blood of frost. More speed. Beg for mercy. Da braucht man was mit extra Eis. Beg for mercy. Freeze to the core. Torn to oblivion. Illusion shattered. Shudder. Crush. Komm, besieg den Abgrundmagier. Was soll die denn? Verschwender! Ah, wieder mit Eistiere. Inazuma shines eternal. There is no escape. Beg for mercy. Aber selbst gegen Eis hält es nicht aus. Blood of frost. Beg for mercy. Shudder. Okay, noch mehr Eistiere. Beg for mercy. Crush. Also Euler ist auch eins mein Lieblings. Charakter in Genshin Impact. Aua. Komm schon. Jawohl. Okay, das hat noch gereicht. Das hat noch gereicht. Und zwar zwei Figuren in der zweiten Hälfte haben wir. Kamisato, Ayaka und natürlich Mona. In den Arena ist die OP. Oh, mein Kamisato Ayaka, die ich bekommen habe, muss noch richtig viel trainiert werden. Weil die ist noch nicht stark genug. Deswegen habe ich die als zum Testen genommen. Abgrundmagier!
Und Ruinwächter sogar besiegt. Fate is upon you. Let me scry. Ruin snow. Embrace the ice. Ja, die hat schon die coole Fähigkeiten. Written in the stars. Wow, wo kommst du her? Aber die Zeit ist schon um. Die Zeit ist schon um. Und es endet mit Silber. Ganz wundervoll.